Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Dad Apocalypse is Soon. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen hier weiter. Reginald the Koala stets zu Diensten. Ich werde Ressourcen für dich sammeln und die Ausbildung deiner Roger abschließen, selbst wenn du nicht hier bist. Okay. Verlängern um 3 Tage. Keine Ahnung. Im Lagerraum gibt es eine neue Truhe, die wir öffnen sollten. Was da drin sein könnte? Ich tippe mal ins Blaue und sage, ein halbgeschmolzener Schneemann. Hast du gerade das gleiche gedacht? Dann gucken wir mal da rein. Natürlich will ich sie öffnen. Da ist ein Ring. Bedingungen, eine Pistole 4, Schaden 10 bis 12. Okay. Meine Belohnungen abzuholen. Okay. Machen wir das doch gerade. Oh! Was heißt das jetzt? Habe ich das jetzt verloren oder was? Was, 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 was? Was ist denn hier? Diese Klone werden immer muskulöser. Wie wär's, wenn wir an den Strand gehen und mit ihnen angeben? Okay. Hey, wenn irgendjemand meine Frau sieht, soll er sich bei mir melden. Sie betrügt dich bestimmt wieder, Stan, oder? Wie wär's, wenn ich dir ins Gesicht trete, Roger? Du weißt ganz genau, dass sie entführt wurde. Schmutzige Worte. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ich muss irgendwie meinen Lagerraum scheinbar vergrößern. Mal schauen. Küche, Münzstätte, Energiespeicher, Holzlager, Uranlager. Hab keine Ahnung. Eine Tagestruhe. Das können wir auch gerade mal aufmachen. Eine Agententruhe. Komm, nehmen wir mal auf. Schauen da mal rein. Oh. So. Werbungsglotzes. Können wir auch mal dann reinschauen, was die so bringt. So, aber zuerst einmal ist der irgendwie sauer. Hier gibt's Kohle, da gibt's was zu essen. Copy and paste. Bestätigen. Oh, und Baby. Lagerräume voll. Ja, was mache ich jetzt um die Lagerräume? Küche. So, was ist das? Essensspeicher. Smithbank. Klonraum. Kämpferausbildung. Münzstätte. Lager, ja, ich weiß, aber was mache ich? Waffendepot. Wie kriege ich jetzt einen Lagerraum her? Oh mein Gott, da muss es gelöscht werden, so wie es aussieht. Mein Gott. Was ist denn mit den beiden? Ja, wie mache ich das jetzt mit dem Lagerraum? Habe ich irgendwie zwei Nachrichten noch? Selbst wenn ich jetzt die Belohnung hole, weiß ich auch nicht, ob ich die kriege. So, ich muss einen Lagerraum. Wo kriege ich den Lagerraum her? Ja, Lagerräume voll. Ist ja schön. Also erstmal das da. Kostenlos beschleunigen. Gibt es doch mit Sicherheit wieder irgendeine Aufgabe hier, oder? Wischen und polieren. Wenn ich das jetzt mache, dann heißt es auch wieder Lagerräume voll. Kriege ich jetzt. Küche verbessern, kostenlos beschleunigen. Oh. Gibt scheinbar eine neue Version des Spiels sogar. So, das hilft mir alles jetzt im Moment gar nichts, ne? Solange ich nicht weiß, Produktion. Ja, sowas haben wir ja schon. Ein Stromgenerator, ein Holzlager. Speichert Energie. Krisensitzungsraum Level 4.
So, ich muss jetzt mal gucken. Das ist der Vicious. Der da unten ist wieder sauer. Ah, der kann weitermachen. Lagerräume voll. Ja, was mache ich um die Lagerräume? Wahrscheinlich muss der Essensspeicher. So, und wo haben wir einen Essensspeicher? Da ist der Essensspeicher. Verbessern. Beschleunigen wir mal. Ah, siehst du, dann geht das nämlich auch. Verbessern. Oh. Kann ich das auch verbessern? Nö. So, und jetzt gucke ich nochmal in die Nachrichten rein. Also, wir haben jetzt hier kriege ich. Boah, die Klone sind richtig aufgepumpt. Dafür gibt es eine Belohnung hier. Dann muss ich wieder erstmal. Ja, Moment mal, bevor ich das mache, gehe ich jetzt erstmal auf diese Belohnung hier. Draußen herrscht Krieg. Alles, was du tun kannst, ist deine Familie vor den feindlichen Mächten zu retten. Aber du musst dich deinem Gegner nicht allein stellen. Dein Haus und deine Roger-Armee sind deine besten Ressourcen. Doch leider ist dein Haus in einem schlechten Zustand und deine Armee zu schwach. Ehrlich gesagt hast du viel Arbeit vor dir. Aber jetzt, da du endlich hier bist, hat Langley Falls vielleicht eine Chance. Bilde deine Einheiten aus, baue deine Basis auf und mach deinen Gegner den Gegner raus. Um dir die Arbeit zu erleichtern, habe ich eine Liste mit den wichtigsten Aufgaben für dich erstellt. Ja, gut. Offizielle Einführung, lass das Klonen beginnen, American Dead, Apocalypse Soon. Aliens sind in Langley Falls eingefallen, Stans Familie wird als Geisel gehalten und das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Es wird Zeit, das Kommando über den Haushalt der Familie Smith zu übernehmen. Stelle deine Armee von Klon-Rogers zusammen und kämpfe, um die Erde und deine Familie zu retten. Ja, das ist mir schon klar. Gott, sind die beiden hässlich. Aber kann nichts machen, tut mir leid. So. Ah, ich mache jetzt noch diese Kiste da auf. Die öffne ich jetzt noch, die Essenstruhe. Okay, aber jetzt muss ich mal nach meinen Klonen gucken. Und zwar nach meinen Klonen, die hier oben ja eigentlich sein sollten in Rogers Place. Und zwar die beiden hier. Rogers Place. Ja, ich weiß, hetz mich nicht. Kann ich jetzt noch den Babyklon mit reinnehmen? Die drei? Nein, ich will nicht den Banker. Ich will den Babyklon mitnehmen. Der Banker? Hallo, Banker. Jetzt pass mal auf. Hier irgendwie läuft mir das gerade ein bisschen aus dem Ruder. Du Kollege da oben, du gehst jetzt erstmal da wieder runter. So, dich brauche ich nämlich hier unten. Dich brauche ich da oben, weil du gehörst da hoch. Dich Baby. Oh. Kann ich den irgendwie. Nee, kann ich nicht. So. Aber dann nehme ich, wo ist das Baby? Das kommt jetzt hier. Komm her, Schnuggi. Geh doch mal da runter jetzt. Dass ich dich mal packen kann. Du läufst jetzt einfach nur hier so dämlich rum, oder was? Okay, ich gebe ihm etwas Zeit zum Wachsen. Alles klar. Dann gucken wir jetzt mal hier nach den Klamotten. 1481 Gesundheit. Was bringt das? Oh. Oh. Dann würde ich mal sagen, rüsten wir das aus. Die Waffe. Wie sieht es mit der Waffe aus? Das die, die momentan hat, besser. Was ist das hier? Oh. Dann sollte man das machen. Ja. Das bringt auch nicht mehr. Das bringt auch nicht mehr. Was bringt das? Oh, 281. Ernsthaft? Das gebe ich aber nicht ihm, sondern das gebe ich nach Möglichkeit ihm. Der hat nämlich. Oh, 354 hat er. Das ist crazy.
Das ist wirklich crazy. Aber was hat er momentan für eine Ausrüstung? 2927. Oh mein Gott, das hat er viel mehr. Was hat das? 83. Oh Gott. Was hat das? Müsste ich das nicht eigentlich dem Koch geben? So, jetzt hat er noch den Ring da. Okay, aber dem Koch da unten, ne? Dem da nämlich, dem müsste ich eigentlich diese Schürze hier geben, oder? Ja. Alles klar, würde ich sagen, dann gehen wir mal in den nächsten Fight rein. Was ist denn das hier überhaupt? Eine Belohnung abholen, okay. Gehen wir mal in den nächsten Fight rein nach Langley Falls. Machen hier dieses falsche Spiel, machen den Angriff. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. So. Das ist ja wirklich easy. Du kannst jetzt neue Räume bauen und deine aktuellen Räume verbessern. Am wichtigsten ist es, Rogers Place und den Kämpfer-Ausbildungsraum zu verbessern. So kannst du deine Kampfkraft erhöhen. Klar, Rogers Place verbessern. So, neuer Erfolg, Immobilienei abholen. Und hier diesen Kämpferraum ausbilden. Ne, das lassen wir mal. Wir gehen jetzt hier auf Verbessern. Die 30.000 habe ich im Moment nicht. Okay. Hier habe ich eine neue Box bekommen. Gucken wir mal. Ein gewöhnlicher Gegenstand. Auch hier wieder schauen. Ah, das ist für den Banker hier unten. Der hat nämlich momentan noch keine gescheite Klamotten an. Das kriegt er aber jetzt. Produktion pro Stunde. So, jetzt sieht er auch wenigstens ein bisschen ordentlich aus, der Junge. Was ist das hier eigentlich? Na, das lohnt sich nicht. So, wie sieht der denn aus? Junge, du bist einfach nur nackig. Kriegst jetzt von mir auch was an. Ausrüsten nicht möglich. Das geht auch nicht. Geht das hier? Geht auch. Das kann man ausrüsten. So, jetzt sieht er wenigstens ein bisschen nach was aus, ne? So, und die Lady kriegt jetzt auch noch was an. Müssen wir mal schauen. Das ist nicht möglich. Das ist auch nicht möglich. Das kann sie anziehen. Okay. Gut. Jetzt läuft sie mir nicht so ganz so nackig darum, ne? Okay. Hier ist noch irgendwas reingekommen. Ich hatte gerade das schlimmste Date meines Lebens. Pizza Overlord ist doch kein so romantischer Ort, wie es in der Werbung den Anschein hat. Das sollte ein Date sein? Dumm gelaufen, Kumpel. Ich habe mal gehört, wenn man jemanden wirklich liebt, muss man lernen, loszulassen. Netter Versuch, Smith. Im schlimmsten Fall werden die Sammler sie dazu bringen, mich zu lieben und dazu Barbecue-Hühnchen-Pizza zu lieben. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Also, wir können neue Sachen, glaube ich, bauen, oder? Küche, Münzstätte. Haben wir doch schon alles. Den Krisensitzungsraum, kann ich den irgendwie verbessern? 30 Minuten. 30.000 habe ich halt leider nicht. So. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. In Langley Falls. Gehen jetzt hier zu dem. Und greifen einfach an. Was? Dein Trupp verfügt nicht. Was stand da eben gerade? So, der Hund ist doch schon down. War easy. Oh, da gibt es einen neuen Revolver. Oh, Ricky. Spanish habe ich da gerade gesehen, oder? Das war ein leichter Sieg. Da bin ich ja mehr ins Schwitzen gekommen, als ich versucht habe, ein T-Shirt mit engem Ausschnitt anzuziehen. So, da haben wir Ricky Spanish. Was haben die denn da überhaupt? Also, Ricky Spanish. Jetzt müssen wir mal schauen.
Die beiden. Ah, da oben sind sie ja. Nö, ich gar nicht. So, gib mir mal die Lady. Und du kommst auch mit runter. Und dann kriegt ihr beiden auch gleich was angezogen. Und dann geht's weiter. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich kann eigentlich dann gleich in den nächsten Kampf reingehen. Die sollen aber jetzt erstmal kämpfen lernen. Die Lady kriegt jetzt hier mal das Teil da an. Ausrüsten nicht möglich. Und das ist auch nicht möglich. Okay. Aber sie kriegt jetzt mal eine Pistole. Das kann sie schon mal haben. Und er kriegt jetzt auch hier. Er kriegt das mal. Geht auch nicht. Er kriegt die andere Pistole. Okay. Die beiden hier sollen jetzt einfach mal in den nächsten Kampf gehen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, Bettler. Kampf jetzt beginnen. Das reicht auch so. Leute, ehrlich, ich mach die einfach so platt. Die haben keine Chance. So, was wollen die denn machen? Nicht genügend Kämpfer. Guckt euch das an. Ich mach den ganz locker platt. Easy peasy. Ich verstehe überhaupt nicht, warum soll ich nicht genügend Kämpfer dafür haben? Ergib dich, lieber Stan. Meine Leute kannst du nicht aufhalten. Sie haben nichts zu verlieren. Ich werde nicht aufgehen, ehe ich Francine befreit habe. Der ganze Kleiderschrank ist voll mit ihren rosa Kleidern und mir stehen sie einfach nicht. Ehrlich, ich hab's probiert, aber es ist einfach nicht meine Farbe. Haha, da sagt er das gleiche, was ich immer sag. Bei den Fortnite-Videos. Rosa, oh mein Gott, mag ich nicht. Geil. Ah, ich kann ja Revolver jetzt. Was hat denn der Revolver? Was hat der denn? 183, das ist viel schlechter als das, was ich habe. 269, auch viel schlechter. 200, auch viel schlechter. Junge, Junge, Junge. So, jetzt hat er auch so einen Ring da bekommen. Okay, da klicken wir drauf, da klicken wir drauf, da klicken wir drauf, da, 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 da. Hier drauf, da drauf, da drauf. Und das war's. Und dann würde ich sagen, weiter geht's auf ins nächste Match. Kaputte Zähne. Ich brauche nicht mehr. Meine zwei machen die kaputt. Einmal, zweimal, dreimal und easy viermal. Lächerlich. Die können nichts. Stan, holt mich hier raus. Direktor Lewis hat mir gerade gezeigt, wie er ein ganzes Matchbox-Auto in seinem Bauchnabel verschwinden lassen kann. Na, das möchte ich mir nicht wirklich vorstellen. Francine gehört mir. Und das Matchbox-Auto in meinem Nabel war eine Stretch-Limousine. Jetzt stelle ich mir vor, wie er sich eine Stretch. Okay. Verdammt, das ist in der Tat beeindruckend. Zu schade, dass wir keine Freunde mehr sind. Das würde ich zu gerne sehen. Ich ehrlich gesagt auch. Ein außergewöhnlicher Gegenstand, noch so ein Schwert. Jetzt habe ich zwei solche Schwerter. So, wie sieht es denn da jetzt aus? Die lernen immer noch zu kämpfen oder können die das jetzt ausrüsten? Geht immer noch nicht, ne? Bedingungen ab 12 erst, okay. Ja, mach mal weiter Ausbildung. Mach mal weiter Ausbildung. Kann ich hier noch irgendwas bauen? Gibt's irgendwas, was ich hier machen kann? Ich muss doch mal was verbessern hier. Komm. Ich verbessere jetzt das Teil. So. Bin jetzt eine Stufe aufgestiegen. So, was kann ich jetzt bauen? Ist das dein Ernst? Geht immer noch nicht. Habe ich doch gemacht, oder nicht? So, jetzt muss es doch funktionieren, oder nicht? Ah, siehst du? Eine Küche habe ich doch, eine Münzstätte habe ich auch. Einen Stromgenerator. Stromgenerator und einen Energiespeicher. Bauen wir hier mal so einen
Stromgenerator da unten drunter, kostenlos. Und den können wir wahrscheinlich auch gleich kostenlos. Oh, nee, können wir nicht. Jetzt noch so ein Teil hier, so ein Energiespeicher. Geht nicht, ne? Doch, kann ich auch noch mal ankommen. Hau rein. Energiespeicher, kostenlos beschleunigen. Bin ich noch eine Stufe aufgestiegen. So, die beiden sind wieder ein Level besser geworden. Reicht aber, glaube ich, immer noch nicht. Ist immer noch nicht wirklich zufriedenstellend. Wo sind sie jetzt? Ausrüsten könnte er schon. Okay, kann er auch das schon anziehen? Nein. Das geht noch nicht. Er muss erst auf Level 12 kommen. Auf welchem Level ist er denn momentan? 7. Und wo ist sie? Sie kann inzwischen auch sowas nehmen, ne? Ja, sie kann das Schwert nehmen. Alles klar. Geht auch noch nicht. Ab 13 erst. Okay. Wie weit sind sie denn jetzt? 8. Okay. Kommen wir mal einfach in den nächsten Kampf. Geht. Kriegen wir hin. Männerhygiene. Schaffen wir locker. Mach ich mir überhaupt keinen Kopf. Sollen sie mit den zwei Hunden da ankommen? Ist jetzt schon die Hälfte von denen down. Jetzt ist alles down. Das ist simpel und easy. Bitte tu mir nicht weh. Die Sammler haben meinen Verstand kontrolliert. Ich war nicht ich selbst. Ich würde dir niemals so übel mitspielen. Warum sollte ich dir glauben? Du hast meiner Frau gesagt, dass du beeindruckend weit spucken kannst. Das kann ich auch, aber nicht unter Druck. Außerdem weiß ich, wo Steve ist. Die Sammler halten ihn in der Pearl Bailey High School als Geisel fest. Steve? Mein Erbe? Am Leben? Pearl Bailey High School? Die Sammler? Das klingt nach einem Job für mich. Reginald der Koala? Nö. Belohnung abholen. Ah, da geht noch was. Belohnung abholen. Und die nächste Truhe. Ein außergewöhnlicher Gegenstand. Oh, jetzt haben wir so eine Kette da sogar. Jetzt gucken wir mal, was die Kette kann. Erstmal gucke ich, was das Ding hier kann. Das ist viel schlechter. Aber das ist Shumway und das ist der. Und der kriegt jetzt den Ring an. Ausrüsten. Und er kriegt diese Kette an. Ausrüsten. Was macht denn die Kette überhaupt? Gesundheit. Okay. Hat er jetzt den Ring? Er hat auch einen Ring. Okay. Die beiden sind wieder ein bisschen weitergekommen mit ihrem Training. So, wie weit sind sie denn jetzt? 9. Das heißt, sie können immer noch nicht mit. Okay, dann machen wir einfach weiter. Was ist denn das überhaupt? Übrige gegnerische Orte. Raube gegnerische Spieler aus. Gabriel. Na komm, den Gabriel, den dürfte ich jetzt schnell fertig machen, oder? Komm, das kriegen wir hin. Das geht auch. Die beiden haben ja gar keine Chance. Okay. Du kannst auch Gegner ausrauben. Oh, das ist aber hart, würde ich mal sagen. Wie weit sind die beiden jetzt? 10. Okay. Zwei Stück. Um mehr Ressourcen zu erhalten. Ja, dann machen wir mal den John noch, ne? Und dann noch die da oben. Gegnerische Truppe ist auch schwächer als meine.
Das sollte funktionieren. Junge, du bist gleich down. Ja. Bam. Und jetzt noch da oben. Er hat wieder Geld gemacht. So, und jetzt nochmal. Jetzt greifen wir noch die Chalia an. Damit wir die auch weg haben. Oh. Uiuiui. Nee, das machen wir mal nicht. Chalia ist wohl deutlich viel stärker als ich. Macht nichts, da komme ich auch noch hin. So, die beiden sollten wir... Ach, die vier Stück sind ganz schnell weg. Okay, jetzt wird es langsam eng. Okay, aber geht noch. Ach, eng, ist ein Quatsch. War ja nur Blödsinn. Da wird gar nichts eng. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir jetzt Nachrichten. Ich habe mal ein bisschen Zeit für mich genommen und O'Shanahans niedergebrannt. Ein letzter Mittelfinger von mir dafür, dass sie mir beim All-You-Can-Eat-Wings-Essen nichts mehr gegeben haben. Apokalypse Live. Meine Armee wird immer stärker. Schon bald können wir alle Leute befreien, die von den Sammlern versklavt wurden. Mhm. Das denke ich mir allerdings auch. Wie weit sind die denn jetzt? Junge, Junge, wie weit seid ihr denn jetzt? 11. Zwölf, 13. Easy peasy. Nächste machen wir auf. Das ist ein Glücksschwein. Was bringt das denn? Was bringt das Glücksschwein? Sparschwein. Produktion pro Stunde. Das heißt, das muss er hier unten bekommen, oder? Ausrüsten. Ja. Das ist eine Waffe? Ernsthaft? Naja, gut. Dann hat er halt das Glücksschwein als Waffe. So, auf in den nächsten Kampf. Nach Langley Falls. Wir machen jetzt noch die letzten Dinger hier fertig. Von Level 1. Easy. Das machen wir einfach mit zwei Truppen. Mehr brauche ich dafür nicht. Nicht jetzt. Wir haben es mit einem starken Gegner zu tun. Rüste die Kämpfer mit den stärksten Waffen und der besten Rüstung aus, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie irgendwas überkompensieren müssen. Wie weit seid ihr denn, Jungs? 3 Minuten. Guck mal, da ist noch ein seltener Gegenstand drin. Da ist noch so ein Ring, okay. Alles klar, jetzt gucken wir noch mal, was macht denn dieser Ring? Oh, das ist ein Ring hier für unseren Banker unten. Den soll der mal schön anziehen. Alles klar. Junge, Junge, wie weit seid ihr denn jetzt? Kann ich euch denn endlich mal los mit... Das geht doch gar nicht, ey, das geht so nicht. So, komm, wir machen das jetzt einfach mal so. Beschleunigen, beschleunigen. So, jetzt haben wir die beiden soweit. Jetzt kriegen die ihre Klamotten. Er kriegt das hier. Das ist die Frage. 274 macht der Teil. Ernsthaft? 274.
Ja, dann kriegt er halt mal das da. So, und dann kann er auch jetzt hoch. Und die Lady kann auch mit. Guck. Das Coole ist, man sieht ja immer dann gleich auch, wie stark die Items sind im Vergleich zu den Sachen, die bereits an sind. So bedeutet, wir gehen jetzt hin. Ich kriege jetzt hier noch was rein. Nach einer kurzen Auszeit aus persönlichen Gründen habe ich beschlossen, den Aquariumladen Tropische Freunde wieder zu öffnen. Kommt noch heute vorbei. Haltet euch vom Fischladen fern. Alle Fische dort sind tot, bis auf die Muräne. Und die hat gelernt, wie man Türen öffnet. Momentchen mal. Vielleicht möchte ich diese Muräne ja kaufen. Mal sehen, wie viel ich zusammenkratzen kann. So. Bedeutet, ich gehe jetzt hier hin. Nein. Gehe jetzt hier raus und werde jetzt diese beiden hier mit hochziehen. So. Hetz mich nicht. Doch. Und ihn natürlich auch. Und mit den Vieren. Was? Kann ich nur. Nein, 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 nein. Du bleibst schön da. So, okay, bedeutet, ich muss diesen Place verbessern. Oh, 443, so viel habe ich natürlich nicht. Gehen wir auf die Karte. Und dann greifen wir den hier an. Sollte funktionieren. Ich habe jetzt drei Einheiten am Start. Und das kann der niemals alleine schaffen. Oh mein Gott, der ist ja. Gott, wie schwach ist der? Und ich habe Francine zurück. Jawohl. Ich habe Francine befreit, Leute. Und ich habe eine Shotgun bekommen. Francine befreit, Shotgun bekommen. Neuer Charakter, Francine Smith. Mutige Mutter und regelmäßige Weintrinkerin. Ihre leiblichen Eltern haben sie gegen erste Klasse Flugzeugtickets eingetauscht. Du hast eine Trophäe erhalten. Hol dir Director Lewis Ausrüstung. Oh Stan, du hast mich gerettet. Francine, ich weiß, ich sage das nicht allzu oft, aber gern geschehen. Aber diese Erfahrung, sie hat mich verändert, Stan. Ich mache mir Sorgen, dass du mich nicht mehr lieben wirst. Ich war barfuß in Direktor Louis Dusche. Da habe ich Neuigkeiten für dich. Ich war auch schon mal barfuß in Direktor Louis Dusche und ich habe mich dir nie näher gefühlt. Und jetzt komm, wir suchen Steve. Was ist das? Mein Gott. What is this? Was ist das denn? Okay. Da gibt es wieder Kohle. Hier haben wir das da. Mega cooles Spiel. Macht echt Spaß. Belohnung abholen. Oh mein Gott, das ist diese. What? Oh, das ist natürlich geil. Noch eine Belohnung. Geil, 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 geil. So, Home Sweet Home. Weiß irgendjemand, wie man ein Geländemotorrad mit kaputter Batterie vom Dachboden bekommt? Gestohlenes Geländemotorrad, das muss man schon erwähnen. Oder gestohlenes Geländemotorrad, das muss man schon erwähnen. Soll ich bei dir vorbeikommen und deine Batterie wieder auf Touren bringen? Ich habe immer noch einen Schlüssel. Guter Witz, Louis. Aber mal im Ernst, den brauche das zurück, den brauche ich zurück. Natürlich gebe dir auch deinen Schlüssel zurück. Diesmal gibt's aber keine Zeremonie. So, hier haben wir jetzt die nächste Belohnung. Da gibt es wieder Kohle. Ich kann jetzt die nächste Lady hier hochziehen. Jetzt haben wir nämlich
Mach ich trotzdem. Nein, 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 nein. Wieso gehst du jetzt runter? Das sollte eigentlich nicht so sein. Wie weit ist denn die jetzt? Level 13. Okay. Gucken jetzt mal. Oh, 4896. Die kann jetzt auch dieses Teil hier bekommen. Und den Ring anziehen. Was bringt denn das Teil? 358. What? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh mein Gott. Ja, das kriegt sie ausgerüstet. 4000. So. Aber der Teil ist natürlich krank, ne? Oh mein Gott. Jetzt müsste ich natürlich nochmal schauen. Hä, wieso ist das bei den anderen so stark? Oder ist es da auch nicht mehr so stark? What? Was bringt das eigentlich da unten? 108 pro Stunde. Müsste ich nochmal bei ihm schauen. Oh mein Gott. Macht das viel Unterschied. So, ich will eigentlich jetzt nochmal. Nein. Da habe ich noch 13 von 14. Die Charlia ist immer noch. Und hier unten haben wir noch saubere Straßen, ne? Eigentlich muss ich das noch schnell machen. Dann habe ich nämlich 14 von 14. Oh mein Gott. So. Ja, damit haben wir das Ding abgeschlossen, ne? Was ist das? Narzissus. Oh mein Gott. Narzissus. Der kommt hier unten mit rein. Roger Training hat begonnen. Narzissus. Der sieht echt cool aus. Gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt noch eine Truhe. So. Deine Belohnung abzuholen. Jawohl, die holen wir doch ab. Hier nochmal drei Golden Turds. Der ist wieder sauer. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So, kann ich, wie sieht's denn eigentlich jetzt aus, wenn ich da hingehe und jetzt gegen die an, also antrete? Es könnte jetzt eng werden, ne? Wollen wir es mal probieren? Komm, wir probieren es mal. Wir schauen einfach mal, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, die haben auch. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und das sieht gar nicht gut aus. Das habe ich verloren. Okay. Alles klar. Das habe ich verloren. Lady ist zu stark. Diese Landstreicher sind stärker als erwartet. Achte auf die Ausrüstung deiner Kämpfer. Außerdem kannst du jederzeit ihre Kämpferklasse im Kämpferausbildungsraum aufwerten. Ja, das sollte ich vielleicht tatsächlich machen, ne? Kann man den Ausbildungsraum irgendwie noch optimieren? Das will ich gar nicht. Ich will nicht auf den draufklicken, ich will auf den Ausbildungsraum klicken. Tja, schwer zu sagen. Jetzt was macht Sinn? Was macht Sinn? Wie komme ich jetzt hier raus? Langley Falls.
Wir gucken nur mal ganz kurz hier rein. Okay. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Rüpelhaftes Verhalten da unten wäre erste Mission. Machen wir das nächste Mal. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt American Dad Apocalypse Soon. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Guck mal, was es da alles wieder gibt. Gibt es auch Clankriege, Freunde. Ja, cool, Leute. Gut. Macht's gut, bis dann und tschüss.